gehen jetzt zum Traditionsmarkt in Taiwan. Taiwanesischen Friseur. Weil wenn man schon Taiwan ist, muss man auch eine taiwanesische Frisur bekommen und die bekomme ich jetzt. Und ja, mal schauen, wie es am Ende ausschaut. Das war jetzt ein Act, also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt für diese Frisur habe ich jetzt eine Viertelstunde gesessen und habe umgerechnet nur 10 Euro gezahlt. Genau. Und diesen 10 Euro war inbegriffen zweimal waschen, dreimal föhnen, Massagestuhl, dreimal Wachs in die Haare, drei Wetterdaft bis oben bis unten, achtmal an den Haaren rumgezwiebt. Rasiert, schießt mich tot, ihr leckt mich am Arsch. Das war, ich habe mich gefühlt wie ein deutscher Superstar, der gerade für eine Kinorolle, für einen Kinofilm sich, für die Kinoszene sich völlig machen lässt. Das war brutal. Der Typ hat sich da einen Ast abgerubbelt mit meinen Haaren, ein Perfektionist, und habe echt eine ungerechnet 10 Euro gezahlt. Das ist super billig und jetzt sitzen wir gerade beim Kaffee und stoßen auf meinen. Gleich am ersten Tag. Tschüss.